Hallo und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute möchte ich dir eine kleine Produktreview darbieten, wenn man das so sagen kann. Und zwar geht es um die Unique Touch Mineral Liquid Foundation und um den, um den Face Primer von Unique. Und natürlich benutze ich den dazugehörigen Pinsel. Wenn dich also interessiert, wie die Produkte auf meiner Haut performen, wie die Produkte im Allgemeinen funktionieren, ob ich mit denen zufrieden bin, dann bleib doch einfach dran. Ich habe ganz lange geliebäugelt mit dieser Liquid Foundation von Unique und die war mir bisher zu teuer, weil ich einfach nicht wusste, ob das sich wirklich lohnt zu diesem Preis. Diese Foundation zu kaufen. Ich kenne halt nur die ganz tollen Schminktutorials von den Unique-Beraterinnen auf Facebook und die schminken sich ja richtig tolle Augen-Make-up-Looks und ich habe auf jeden Fall jetzt die Gunst der Stunde genutzt und ein Monatsangebot mir ergattert. Es gibt jeden Monat immer ein spezielles Angebot. Ich habe die Farbe Lace bekommen. Fangen wir einfach mal an mit der Mineral Foundation. Das ist eine Flüssig-Foundation und die hat verschiedene Shades. Wenn wir jetzt auf die Seite von einer der vielen Beraterinnen gehen, also erkundigt euch da einfach. Jede Beraterin hat einen speziellen Shop und einfach mal drauf gehen auf Foundations und hier bei dieser Liquid Foundation gibt es 19 verschiedene Shades, die man sich aussuchen kann. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, den Nuancenfinder zu nutzen. Und da hat man einfach die Möglichkeit, seine perfekte Nuance zu finden, falls man eine Beraterin halt nicht in der Nähe hat, die einem die Produkte zeigen kann. Und ja, wir haben jetzt hier beim Nuancenfinder verschiedene Typen. Und da gibt es halt einfach Empfehlungen der Nuancen. Und ja, da würde ich einfach mal gucken, ob man vielleicht Fotos nebeneinander legt oder ungefähr, weiß man ja, man weiß, welche Haarfarbe man hat, welche Augenfarbe und den ungefähren Hautton. Das kann man da super vergleichen. Und es gibt dann, wenn man sich jetzt für eine Farbe entschieden hat, gibt es dann noch hier ein Bild, wo man das Vorher- und Nachher-Bild quasi kreieren kann, indem man einfach den Regler hin und her schiebt. Ne? Also das finde ich eine sehr gute Sache. So gibt es halt die Möglichkeit, auch aus weiter Entfernung eine Beratung oder eine Empfehlung durchzuführen. Die Touch Minimal Flüssig Foundation, die kostet 42 € pro Stück. Und da sind, wie viel sind da drin? 20 Milliliter. Was verspricht diese Foundation? Erziele eine makellose Abdeckung mit dieser ultra leichten Flüssig-Foundation. Da habe ich auch immer die Sorge, wenn eine Foundation gut deckend ist, dass man halt dieses maskenhafte Gefühl auf der Haut den ganzen Tag verspürt. Und das mag ich persönlich nicht so gerne. Sie wird flüssig aufgetragen und wird jedoch zu einem sanften, verblendeten Finish trocknen und bietet dann auch eine aufbaubare Deckung. Lichtverteilende Partikel tragen dazu bei, dass die Sichtbarkeit von Hautunreinheiten kaschiert werden. Und die kommt in einem Glas. Flakon und mit einer Pipette. Also ich finde, es ist eine sehr hochwertige Verpackung. So, einmal kräftig schütteln. Sollte man eigentlich bei jedem Make-up machen. Und ich hole mir jetzt ein bisschen Make-up raus und dann sieht man auch schon, wenn ich die Pipette durchdrücke, dass sie relativ flüssig ist.
Dann haben wir hier eine wunderschöne Anleitung. Da steht auch an erster Stelle, bitte schütteln. Genau, und dann, die mit der Pipette die Foundation direkt auf deine Haut oder auf den Pinsel deiner Wahl tropfen. Da wollte ich jetzt auch mal zum Pinsel rübergehen, weil ich mir diesen speziellen Pinsel herausgesucht habe. Und zwar ist das Unique Flüssig Foundation Pinsel. Genau, das ist dieser Pinsel. Und hier drinnen ist ein Loch. Und ich vermute mal, dass man dort die Foundation reintun kann und dadurch die Foundation sehr gut und gleichmäßig verteilen kann. Die Haare sind übrigens super weich. Super weich. Also, das ist ein schönes Gefühl, wenn man damit über die Haut geht. Er ist auch von der Qualität her sehr gut. Es fallen keine Haare raus, auch wenn ich so ein bisschen dran ziehe. Ja, also der hat schon mal vom äußeren Eindruck gut bei mir abgeschnitten. Zu der Anleitung. Hier gibt es keine Anleitung, wie man den Pinsel nutzen kann. Aber ich denke mal, das wird wohl selbsterklärend sein. Und dann werde ich da einfach mal einen Tropfen reintun und gucken, wie das dann funktioniert. Der Preis für diesen Pinsel, 34,50 Euro. Kommen wir zum Primer. Das ist der Hydrating Primer, also ein Primer geeignet für etwas trockenere Haut. Und ja, ich habe ihn aus der Verpackung genommen. So sieht er aus. Es kommt in einer weißen Tube und wenn man dann den schwarzen Deckel abmacht, haben wir hier einen Pumpspender, wo man dann halt den Primer gut dosieren kann. Der Primer kostet 37 Euro und die Tube beinhaltet 30 Milliliter. So, diese, wenn man jetzt zusammenrechnet, jetzt sind die mir gleich runtergefallen. Diese drei Produkte, die haben einen Gesamtpreis von 113,50 Euro. Ja, und ich habe dafür 85 Euro bezahlt, für alle drei zusammen. Deswegen mein Tipp, achtet mal auf die Monatsangebote bei eurer Beautyberaterin. Damit wir so ein bisschen vergleichen können, werde ich eine Hälfte mit diesem Primer grundieren und die andere Hälfte, da werde ich gar nichts drauf tun, also ohne Primer. Genau, fangen wir also mit dem Primer an. Also ich habe jetzt mein Gesicht eingecremt, trocknen lassen und jetzt gehen wir mit dem Primer hin. So. Dann werde ich jetzt erstmal pumpen. Ich denke, jetzt kommt noch nicht sofort was raus, aber jetzt so, weil das halt ein neues Produkt ist, was ich nicht getestet habe. Und der Primer, da haben wir ihn. Das ist halt eine gelige Konsistenz. Und das werde ich mir dann jetzt auf die rechte Seite auf mein Gesicht auftragen. Und dazu nutze ich meinen Spiegel. Also ich muss sagen, es ist wirklich sehr flüssig. Das kenne ich so gar nicht von den von meinen anderen Primern. Er ist wirklich sehr feuchtigkeitsspendend. Also man könnte meinen, man würde ein Serum auftragen. Genau, also es hat quasi die Konsistenz eines Serums. Und ich muss sagen, es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön aufzutragen. Es ist sehr seidig, aber nicht silikonlastig. Wenn man jetzt das ganze Gesicht nehmen würde, da reichen eigentlich zwei große oder ein großer, wenn man so kräftig drauf drückt, ein großer Pumphub, 1 bis 2 ungefähr. Ja, es ist ein sehr schönes Gefühl. Es klebt nicht, es ist sehr seidig, sehr angenehm, sehr luftig. Also als ob man ein Serum aufs Gesicht aufgetragen hätte. Und tu einfach mal einen Tropfen drauf auf dem Handrücken und die ist schon sehr flüssig.
sehr, sehr flüssig, beziehungsweise nicht so flüssig, dass sie runtertropft, aber sehr leicht zu verteilen. Ich habe irgendwo mal gehört, man soll mit 5 Tropfen arbeiten, also ein Tropfen in der Mitte und dann irgendwie 4 weitere drumherum. Aber das traue ich mich noch nicht. Nachher nehme ich zu viel und ja, fangen wir einfach mal an mit dem Tropfen in der Mitte. Wie viel nehme ich denn? So. Zack. Da haben wir den Tropfen in der Mitte. So, ich nehme mir wieder meinen Spiegel zur Hilfe und fange mit der unbehandelten Seite, also ohne Primer, an. Ja, es reicht definitiv nicht. Also ich würde da wirklich ein paar Tropfen mehr nehmen und die dann halt so verteilen, wie ich das bei einer Beraterin gesehen habe. 4 Tropfen da, ein Tropfen in der Mitte. Genau, so. Und jetzt ist mein Akku leer. So, die eine Hälfte ist fertig und da habe ich mir schon ein Urteil gebildet. Jetzt gehe ich mal auf die andere Seite. Da tue ich noch ein paar Tropfen drauf, weil diese 5 Tropfen für die eine Gesichtshälfte ohne Primer nicht gereicht haben. Der Pinsel übrigens fühlt sich wirklich richtig, richtig gut auf der Haut an. Also ich habe nicht das Gefühl, dass der Pinsel meine Haut reizt. Und ich finde den eigentlich richtig toll, weil er auch die Foundation ziemlich gut verteilt. Allerdings würde ich trotzdem, wenn ich darf, mit einem Make-up-Schwamm nochmal drüber gehen. So, ich habe jetzt das Make-up auf meinem ganzen Gesicht verteilt und ich werde dich jetzt näher ranholen, damit ich dir zeigen kann, was es da für einen Unterschied gibt. Die eine Seite mit Primer und die andere Seite ohne. Diese Seite ist mit Primer, die ist ohne. Und bei der Seite ohne kann man vielleicht erkennen, dass sich das Make-up in die Poren reingesetzt hat. Und dass es auch so ein bisschen die trockenen Stellen betont. Hier zum Beispiel, hier habe ich eine trockene Stelle und im Spiegel kann man das eigentlich ziemlich deutlich sehen oder halt hier in den Mundwinkeln. Ich weiß nicht, ob man das so jetzt in der Kamera sieht, aber wenn ich den Spiegel jetzt so vor mir halte, kann ich meine Poren sehen. Beziehungsweise ich kann sehen, dass das Make-up in den Poren sitzt. So, im Vergleich zur anderen Seite, trockene Stellen werden trotzdem so ein bisschen betont durch dieses Make-up. Hier an der Nase zum Beispiel oder hier auch an der Stirn. Ja, die Sommersprossen sind noch zu sehen und ein paar Rötungen sind noch zu sehen, also es ist eine leichte Deckkraft. Ich gehe jetzt einfach mit noch einer Schicht drüber und mal schauen, ob ich die Sommersprossen so ein bisschen abdecken kann. So, das ist jetzt die zweite Schicht und ja, sie deckt auf jeden Fall, wenn man mit einer zweiten Schicht drüber geht. Das heißt also, die Foundation ist tatsächlich dafür geeignet, dass man schichten kann und das Ganze aufbauen kann, ohne dass es jetzt zu künstlich aussieht oder zu cakey aussieht.
Genau, und ich muss ehrlich sagen, der Pinsel ist ganz, ganz toll. Aber der Pinsel begeistert mich am meisten, weil er wirklich die Foundation so schön und zart einarbeitet. Ob er seinen Preis wert ist, kommt drauf an. Ja, also es kommt drauf an, er performt super. Aber es kommt drauf an, worauf sind die Haare gemacht, ja, wie lange wird er halten. Wenn er ewig lange hält und für immer, ja, wenn nichts abfällt, die Haare nicht rausfallen, dann kann ich sagen, ist es den Preis wert. Qualität hat halt nun mal seinen Preis. Deswegen kann ich das jetzt so nicht beurteilen, aber wie gesagt, vom Gefühl her würde ich sagen, bisher ja. Und jetzt kommen wir zum Primer. Ich weiß nicht, ob der Primer versagt hat in seinem Job, weil ich andere Primer habe, die meine Haut ebenmäßiger gemacht haben und so die bessere Grundlage gebildet haben für ein Make-up. Ja, allerdings sind die auch meistens silikonlastig. Genau, trotzdem, die hat wirklich Feuchtigkeit gespendet. Also die hat eigentlich das getan. Die hat mir eine Hautfeuchtigkeit gespendet, aber mir auch nicht. Vielleicht ein bisschen. Also die hat eigentlich meine Haut grundiert, aber eben nicht ausreichend. Kommen wir zur Foundation. Ich finde die Foundation eigentlich toll, weil sie ist sehr, sehr schön und leicht aufzutragen auf die Haut mit dem Pinsel oder halt mit dem Beauty Blender. Und es ist so, dass sie wirklich einem das Gefühl gibt, dass man eigentlich gar nichts auf der Haut hat. Sie ist sehr leicht, sehr luftig. Wenn ich mein Gesicht bewege, ich spüre nichts. Von der Deckkraft, es ist eher eine leichte bis mittlere Deckkraft. Man kann sie allerdings auch sehr gut aufbauen, was ich ganz, ganz toll finde. Das heißt also, wenn man die Deckkraft erhöhen möchte, tut man einfach eine weitere Schicht aufs Gesicht. Der Nachteil ist, dass diese Foundation sich in meine Poren reinsetzt. Ob ich jetzt diese Grundierung als Base habe oder eben keine Grundierung, und sie setzt sich in meine Trockenheitsfältchen ab und sie ja, hier an der Nase zum Beispiel auch mit Grundierung, ja, und hier am Augen, oh je, guck mal da, ich habe das auch hier oben aufgetragen. Ja gut, das kann ich jetzt noch einarbeiten. Da muss ich ja einfach mit dem Puder nacharbeiten hier oben. Ja, im Großen und Ganzen finde ich es okay, aber es ist... So, ich habe mich jetzt nochmal abgepudert, nochmal ein bisschen geschminkt, und es ist... das Ganze ist so ein bisschen besser geworden, muss ich sagen, weil es die Poren nicht mehr so dolle betont. Ich weiß nicht, ob das daran gelegen hat, dass das alles so ein bisschen auch geglänzt hat, also dass es keine mattierende Grundierung war, sondern eher eine hydratisierende. Trotzdem bin ich nicht ganz zufrieden. Nächsten Tag. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Mädels und Jungs. Es ist der nächste Tag und ich wollte dem Ganzen noch eine Chance geben, weil mir das gerne Ruhe gelassen hat. Ich habe die Foundation nur mit diesem Unique Hydrating Face Primer ausprobiert. Genau, und deswegen wollte ich das nochmal ausprobieren, und zwar mit einem Primer, den ich eigentlich täglich nutze oder häufiger nutze und der bei mir auch sehr gut funktioniert mit allen anderen Make-ups. Und da ich eine Gesichtsfläche in zwei Hälften teilen kann, habe ich mir gedacht, benutze ich zwei. genau, und ich habe mich entschieden für das M. Assam
Perfect Tint, das ist ein ganz, ganz toller Primer, aber ich glaube, der ist voll mit Silikonen. Auf jeden Fall fühlt sich das so an, aber er funktioniert bei mir in der Regel sehr gut. Und dann haben wir hier noch den Judith Williams Face Primer. Perfecting Primer nennt er sich. Hautverfeinerung, Matteffekt, Feuchtigkeit. Ich werde beide ausprobieren mit der Foundation und ja, ich bin gespannt. So, ich würde mal sagen, wir legen los. Und zwar mit dieser Seite. Da werde ich den M. Assam Primer auftragen. Und auf der anderen Seite werde ich den Perfecting Primer auftragen von Judith Williams. Ja, jetzt gehen wir nochmal hin mit der Foundation von Unique. So, und ja, dann schauen wir uns das Ganze nochmal ein bisschen näher an. Ich habe jetzt nur eine Schicht aufgetragen. Ich werde das jetzt auch nicht weiter aufbauen, weil ich weiß, dass sie bei einer zweiten Schicht wirklich auch deckt. Und oder deckender ist, und wenn man dann hingeht und das Ganze so ein bisschen aufbaut nach seinen Bedürfnissen, dann funktioniert das auch sehr gut. Ich muss sagen, ich bin jetzt wirklich super zufrieden mit der Foundation. Ich habe es ja gewusst. Also, es liegt tatsächlich am Primer. Wie man hier, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber ich sehe, dass sich hier nichts mehr absetzt. Nee, also ich finde es völlig akzeptabel. Einfach deshalb, weil ich meine Poren zugekleistert habe mit Primer. So, ich habe mich jetzt fertig geschminkt und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr zufrieden. Also, wie gesagt, wenn man einen guten Primer unten drunter hat, beziehungsweise wenn man einen Primer auflegt, der auf seine Haut abgestimmt ist, funktioniert die Foundation super. Unique hat auch verschiedene Pudersachen drin. Und zwar haben wir hier zum Beispiel ein Spray, Foundation als Spray, dann Sticks haben wir hier. Dann ja, halt unsere Flüssig-Foundation, die wir gerade ausgetestet haben. Kompakt-Puder-Foundation, meine ich, und so weiter. Ja, also die haben eine schöne Auswahl an verschiedenen Foundations. Die haben auch verschiedene Primer. Ja, also da kann man sich beraten lassen und ja, oder einfach mal selber austesten, wenn man eine Unique-Beraterin in seiner Nähe hat. Und die machen ja auch Beauty-Partys, glaube ich, wo man das ganz, wo man sich schminken lassen kann, meine ich. Genau, und dann kann man die Sachen auch ausprobieren. Ob die den Preis wert ist, 42 Euro für, mal eben schauen, für 20 Milliliter. Es kommt drauf an, was dir wichtig ist. Ja, dass, wenn dir gute Inhaltsstoffe wichtig sind, würde ich das auf jeden Fall empfehlen, weil die auch ziemlich ergiebig ist. Ja, also ich habe mit diesen Tropfen, die ich verwendet habe, bin ich wirklich sehr, sehr weit gekommen. Und ja, wenn dir der Preis wichtig ist, ja, dann solltest du vielleicht zu Drogerie-Make-up zurückgreifen. So, ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass mir doch ein Däumchen nach oben. Abonniere diesen Kanal, wenn du lustig drauf bist. Wenn du Lust drauf hast. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.